Siegburg ist eine Stadt, die aus dem Mittelalter heraus sich entwickelt hat, gerade 950 Jahre alt geworden. Und Siegburg ist Einkaufsstadt für bis zu 250.000 Menschen aus der Region. In dem Augenblick, in dem sie eine Stadt auch in Dunkelzeiten hell und lebendig machen, in denen fühlen sich Menschen wohl. Und Wohlfühlfaktoren sind entscheidend und Licht spielt eine entscheidende Rolle. Das ist das Wohlfühlen, wenn das Frühlingslicht kommt, genauso wie das Wohlfühlen, wenn wir in Dunkelzeiten die Stadt entsprechend erleuchten. Wir haben von den 4000 Leuchten, die wir in Siegburg haben, jetzt 2000 umgerüstet. Wir sparen dadurch einen erheblichen Aufwand an CO2, aber auch an Kostenentwicklungen, die durch die neuen Leuchten, die wir eingebaut haben, sich um die Hälfte reduzieren. Wir müssen die verschiedenen Geschäftsprozesse darstellen. Unter anderem ist das der Neubau, die Entstörung, die Instandhaltung und die Reinigung und Wartung der Leuchten. In CityTouch können alle Abfragen individuell generiert werden. Die können in CityTouch zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Siegburg kann auf CityTouch zugreifen, kann über die Suche die entsprechend gespeicherten Suchen aufrufen und sich die Auswertungen anschauen. In CityTouch ist es jetzt erstmalig möglich, Typenkataloge anzulegen. Mit diesen Typenkatalogen kann man Betriebsmittel zukünftig ganz einfach auswählen und diese den einzelnen Lichtpunkten zuordnen. So ist ganz einfach eine Massenerfassung sehr schnell möglich. Also mit der Datenvisualisierung ist es sehr einfach, bestimmte Abfragen in CityTouch bildlich darzustellen. Gerade für Entscheidungsträger wie Bürgermeister oder Vorgesetzte kann man hier wunderbare Abfragen generieren und bildlich darstellen. Ja, der große Vorteil in der Cloud-Lösung ist, dass alle angemeldeten User Zugriff auf die gleichen Daten haben und somit immer über den gleichen Sachstand der Daten sprechen können. Bisher wurde immer nachgefragt, ob die Störungen schon behoben worden sind oder nicht. Ich musste immer wieder melden, dass die Störungen bearbeitet werden, wie der Bearbeitungsstand der Störung ist. Zukünftig ist es möglich, das alles in CityTouch abzubilden. Ja, wir müssen einen jährlichen Bericht der Straßenbeleuchtung abliefern und auch monatliche Berichte der Straßenbeleuchtung abliefern. Bis jetzt wurden diese Berichte immer händisch geführt und zusammengestellt. Zukünftig werden hierüber einmal Suchen kreiert in CityTouch und diese können dann ganz einfach von dem Auftraggeber per Knopfdruck abgerufen werden. Durch CityTouch ist unser Arbeitsleben deutlich flexibler geworden. Hierdurch können die Prozesse vereinfacht werden, transparenter dargestellt werden. Wir können flexibel auf neue Strukturen reagieren und Geschäftsprozesse abbilden. Das neue System lässt alle Möglichkeiten über Einschaltzeiten, über Ausschaltzeiten, über Intensität und Lichtintensität zu. Das ist natürlich von erheblichem Vorteil. Wir müssen uns auf die Zukunft aufstellen und deswegen brauchen wir intelligente Systeme, die intelligent steuerbar sind, um auch hier den jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das wird das Gebot der Stunde sein, dass wir in den nächsten Jahren, so es die Haushalte hergeben, weiter diese Umrüstungen durchführen, um dem Umweltgedanken gerecht zu werden, aber natürlich auch den Kostenentwicklungen.